Knacker. Frohes Fest! Keine Bomben mehr, okay? Hey, Kommandant! Klingt unendlich viele Geschenke nach einer Betrugsmasche? Ich hab uns nämlich gerade unendlich viele Geschenke bestellt. Klingt so gut, um wahr zu sein. Aber wenn mir ein Flyer verspricht, endlos viele Geschenke vom Himmel zu werfen, dann kann ich nicht widerstehen. Also mach dich bereit für Himmelsgeschenke. Frohe Weihnachten, Oberknacker! Da kommt ein Geschenk. Auf deiner Karte sind mehr Infos. Im Ernst, Oberknacker. Keine Bomben mehr. Und ein frohes Fest. Ein Geschenk hat? Echt? Was hat er für mich besorgt? Ein signiertes Drehbuch von Jenseits des Sternhorizonts, Folge 59. Die Rückkehr zum Mond des Planeten, den die Zeit vergaß? Das ist eine meiner Lieblingsfolgen! Haben wir ihn vielleicht einfach missverstanden? Du weißt schon noch, dass wir seine Geiseln sind, oder? Geiseln mit Schlüssel. Und einem Fernseher. Er hat schon echt krass viele Sender hier. Aber wir haben auch eher weniger festliche Sachen gefunden. Okay, was für eher weniger festliche Sachen wären das denn? Wir haben Oberknackers frohes Manifest gefunden. Gut, schieß los. Wie schlimm ist es? Also, erstens ist es wirklich weihnachtlich. In Geschenkpapier gewickelt. Und er hat so eine abgefahrene Schere gekauft, mit der man Schneeflocken ins Papier schneiden kann. Und es riecht nach Zimtplätzchen. Und es gibt kleine Tierchen, hinter denen Schokolade versteckt ist. Und sehr detaillierte Pläne der Heimatbasis. Vielleicht, um die Geschenke zu verteilen. Und etliche Zeichnungen von Oberknackers festlichem Blutbad. Okay, wir haben ihn nicht missverstanden. Aber er ist unverschämt gut darin, Geschenke auszusuchen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Da musst du schon ein bisschen genauer werden. Oberknackers frohes Manifest. Du kannst auch ganz normal Manifest sagen. Kann ich nicht, weil es nicht normal ist. Die Hälfte der Zeit geht es darum, dass er in der Heimatbasis leben will. 10-20% bestehen nur aus rotem und grünem Glitzer. Und der Rest sind komplizierte Pläne, um uns in die Luft zu jagen. In den meisten davon kommen Haie vor. Je weiter ich in diesem frohen Manifest lese, desto weniger verstehe ich das Ganze. Und desto mehr Lust kriege ich auf Zimtplätzchen, obwohl mir davon übel wird. Also ich finde das logisch. Dann kannst du es uns ja vielleicht erklären. Oberknacker ist prinzipiell in der Heimatbasis willkommen. Aber nicht so richtig. Er weiß, dass wir immer froh sind, wenn er wieder geht. Das weiß er? Ich habe es angedeutet. Ich auch. Ich habe versucht, es zu vermeiden, aber ich auch. Ich glaube, Locke hat da den richtigen Riecher. Juhu! Wenn ich wüsste, dass die Heimatbasis mich nicht haben will und ich sonst nirgendwo hin kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich schon. Das Gefühl der Einsamkeit würde dein ganzes Leben bestimmen. Es würde dein Selbstwertgefühl und deinen Realitätssinn verzerren. Du würdest wollen, dass man dich beachtet, egal wie oder warum. Das klingt logisch. Das habe ich von der Manifestwoche auf Windernet Junior.
Wusstest du, dass der Sturm nur eine Halluzination ist, die die Regierung hervorgerufen hat, um mehr Blue Claw zu verkaufen? Kannst du dir denken, was ich gleich sagen werde? Kein Fernsehen mehr für den Kleinen? Kein Fernsehen mehr für den Kleinen. Der Geschenkabwurf erleidet schweren Schaden. Es reicht. Geschenke gesichert. Es gibt ein neues Bonusziel. Verteidige das nächste Paket. Es kommen weiterhin neue Geschenke. Und das für dich, Kommandant. Lars! Was? Danke, Lars. Verteidigt. Es gibt ein neues Bonusziel. Verteidige das nächste Paket. Lass nicht zu, dass die Hüllen die Pakete zerstören!
In Sicherheit. Du hast einen Lauf. Weiter so. Gleich kommt ein neues Bonusziel. Kommandant, außer du feierst nicht, dann
wünsche ich dir einen frohen Winter. Außer du bist auf der Südhalbkugel. In dem Fall... Pi? Oder so? Egal, wo du wohnst und was du feierst. Wir hier in der Heimatbasis wünschen dir alles Gute.